In diesem Video erfährst du, was die wichtigsten Unternehmen in Österreich zum Thema künstliche Intelligenz und Videoprozessierung sind. Und zwar schauen wir uns hier auf der Seite Nlyte AI diese Unternehmen, die hier aufgelistet sind, an. Wir werden uns nicht alle ansehen, weil manche Webseiten gehen gar nicht. Aber hier sind einige spannende Unternehmen dabei, die wir uns unbedingt zusammen ansehen sollten. Also, was für österreichische Unternehmen zum Thema Artificial Intelligence und Video Processing gibt es? Ja, als erstes Unternehmen schauen wir uns ein Unternehmen an, das sich in der Automobilindustrie mit Video und Bildern beschäftigt, nämlich das Unternehmen Anyline.com. Anyline hat zwei Hauptquartiere, eines in den USA und eines in Österreich. Und wir können schon sehen, dass sie hier einige Produkte anbieten, das bedeutet schon sehr gut auf dem Markt vertreten sind. Wir sehen hier, es geht darum, Barcodes und Dokumente zu scannen, vielleicht irgendwelche IDs zu scannen, Ausweise zu scannen. Das heißt, sie scheinen hier auch eine App-Integration zu haben und die Software scheint mit Artificial Intelligence oder Machine Learning zusammen hier eben für diverse Zwecke einsetzbar zu sein. Also was mir an der Firma sehr gut gefällt, ist, dass sie eben sehr viele klare Lösungen, klare Produkte schon auf AI mittlerweile anbieten. Top! Auch das Unternehmen Moon Vision scheint sich mit Automobilen zu beschäftigen. Das heißt, wir sehen hier Deep Learning Based Visual Inspection for Difficult Quality Assurance Task. Aha, es geht um Qualitätssicherung und künstliche Intelligenz. Hier scheint auch sich ein spannendes Feld aufzutun. Auf dem Förderband, beim Metallverarbeiten, beim Holzverarbeiten und so weiter kann hier diese Technologie eingesetzt werden. Und sie scheinen hier ja auch mit einigen großen Partnern bereits zusammenzuarbeiten. 22. Bezirk in Wien. Deep Learning Technologie, haben sie hier auch eine proprietäre Technologie offensichtlich entwickelt und haben sich hier eben auf Qualitätskontrolle spezialisiert. Das heißt, auch hier ein sehr konkreter Anwendungsfall, wie wir schon sehen können. Ja, hier sind wir auf der Seite iwi.eu, eine Seite, die mich leider persönlich ein wenig wahnsinnig macht, aber auch hier scheint es um Qualitätsüberprüfung zu gehen. Schauen wir mal zu den Lösungen. Rechnen Sie mit uns? Ja, aber was verkauft ihr bitte? Seelenfrieden, Einfachheit, schön. Hohe Qualität, Zukunftssicherheit, Skalierbarkeit. Gut, aber was ist die Software? Drei Bereiche, iwi Core, iwi Apps und iwi Cockpit. Basismodul des Software. Apps sind die Bausteine, die offensichtlich dann Speziallösungen ermöglichen und Cockpit ist eine eigene Benutzeroberfläche. Bildverarbeitung, Workflows, Datenverwaltung, Netzwerktechnik, Videoplattformen. Also mir ist nicht ganz klar, was das Produkt tatsächlich ist. Manuelle Prozesse digitalisieren, ja. Okay, unter iwi sehen wir Intelligent Visual Image Identification. Dafür steht iwi offensichtlich. Sehr gut. Also auch Bildverarbeitung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Auch offensichtlich ein etabliertes Unternehmen, auch wenn ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht so die Produkte herauslesen kann oder die Dienstleistungen, die sie tatsächlich im Speziellen anbieten. Wohingegen hier bei swarmanalytics.com sehen wir auf den ersten Blick the brain for the camera. Das versteht jeder Dreijährige, dass man hier mit Kameras intelligenter machen kann. Zum Beispiel für Smart City, zum Beispiel für Einzelhandel oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Einsetzbar für ein Parking Guiding System, um ja, Verkehrsmessungen durchzuführen. Oder den Radverkehr zu messen. Also hier auf den ersten Blick sehr sinnvolle Anwendungen. Swarm Analytics, spannendes Unternehmen. Ja, dieses Unternehmen kenne ich persönlich sehr gut, weil ich ja in einer Marketingagentur gearbeitet habe. Und die Firma Kaleido wurde von der Firma Canva aufgekauft. Und ich kann hier aus persönlicher Erfahrung erzählen, dass das Service, das diese Firma anbietet, tatsächlich einen unglaublichen Mehrwert schafft.
weil sie zum Beispiel dieses Produkt hier angeboten haben oder anbieten, nämlich Remove Background.bg. Heißt, du fügst ein Foto ein und mit einem Klick weiß die künstliche Intelligenz, was ist der Vordergrund und was ist der Hintergrund. Fragt mich nicht, wie das die künstliche Intelligenz macht, aber es funktioniert, kann ich euch sagen. Das heißt zum Beispiel, alle meine Thumbnails habe ich mit Hilfe dieses Tools erstellt. Ein Klick und der Hintergrund ist weg. Früher musstest du mit Photoshop alles ausschneiden, mühsam. Das heißt, das ist wirklich ein ultimativer Timesaver und nur eines der Beispiele, warum künstliche Intelligenz für so einen quantitativen Produktivitätssprung in Zukunft sorgen wird. Allein diese Software hat mir persönlich schon Stunden an Arbeit erspart. In eine sehr ähnliche Richtung geht auch das Unternehmen CarCutter.com, finde ich auch einen sehr speziellen Anwendungsfall, nämlich für die Automobilindustrie wiederum. Also wir sehen schon, viele Unternehmen gehen hier natürlich zuerst zu Zielgruppen, die auch sehr viel Geld haben, wo sie Kunden finden, die sehr zahlungskräftig sind, und da bietet sich natürlich der Automobilsektor an. Und der Anwendungsfall ist hier auch sehr simpel beschrieben. Du machst ein Foto von deinem Auto und durch die AI-Technologie wird automatisch das Auto in einen schönen Showroom eingefügt. Etwas, was mit Canva auch mit mehreren Klicks natürlich machbar ist, wenn man es weiß. Aber CarCutter scheint das noch mehr zu automatisieren. Also wir sehen hier zum Beispiel links die normalen Fotos und rechts die künstliche Intelligenz hat das Bild automatisch in einen Showroom eingefügt. Ich meine, ich würde hier leider kritisieren müssen, dass der Schatten hier des Baumes oder die Spiegelung nicht von der künstlichen Intelligenz ausgetauscht wurde. Oder auch hier sieht man noch den Baum, den man hier auch sehen kann. Also das wäre natürlich etwas, was die Technologie vielleicht in Zukunft noch besser machen könnte. Aber offensichtlich funktioniert das Geschäftsmodell. Die Firma Eyes.com, We Make Machines See, Deep Learning, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning, Bildverarbeitung im Bereich Railway, Automotive und Industrie. Auch hier werden die Großkunden bedient. Neuronales Netz für die Erkennung von Objekten im Straßenverkehr. Also hier wird mittels Deep Learning auch der Kamera das Sehen beigebracht. Intelligente Außenrückspiegel, gerade für LKWs, kann das natürlich sehr die Sicherheit im Straßenverkehr im Hinblick auf Radfahrer, Motorradfahrer erhöhen, würde ich mal sagen. Also durchaus auch ein sehr sinnvoller Anwendungsfall, wenn zum Beispiel hiermit Unfälle verhindert werden können. Ja, die Firma Eyes.com. Mapillary.com ist eine Seite oder ein Unternehmen, das offensichtlich künstliche Intelligenz verwendet, um Kartenmaterial zu verbessern. Schauen wir uns das Video an. Die Welt verändert sich, ja. Kartenmaterial kann outgedated sein, ja. Also, man kann nicht alles vom Satelliten erkennen, sondern es ist auf Street Level und jeder kann seine Karten hier einfügen und mit der künstlichen Intelligenz wird das dann alles kombiniert. Okay, nicht unbedingt ein österreichisches Unternehmen, sehe ich gerade, weil in 190 Ländern verwendet hier offensichtlich auch eine Creative Commons Lizenz für ihre Karten. Das kann ich nur unterstützen. Scheint in Schweden zu sein. Okay, never mind. Auf jeden Fall interessantes Unternehmen und wiederum ein spezieller Anwendungsfall und wieder ein Beweis dafür, wo uns Machine Learning oder Artificial Intelligence hinbringen kann. Ja, das war eine Auswahl der wichtigsten Unternehmen, die sich in Österreich mit künstlicher Intelligenz und Videoprozessieren beschäftigen. Ich finde es faszinierend, in welche Richtung wir uns hier entwickeln. Ich sehe das Potenzial in dem enormen Produktivitätssprung, den uns künstliche Intelligenz in naher Zukunft schon bringen wird. Die heute genannten Unternehmen sind gute Beispiele für Unternehmen, die in diese Richtung schon eine Vorreiterrolle einnehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte unten ein Like. Danke dir.